Meine Kunden fragen mich oft im Beratungsgespräch, was ist eigentlich Zinsbindung? Welche Zinsbindung passt zu mir? Und wie wirken sich unterschiedliche Zinsbindungen auf die Finanzierungskosten aus? Diese und weitere Fragen möchte ich mit euch in den nächsten Minuten klären. Moin und herzlich willkommen bei Dr. Klein. Ich bin Ringo Hellwig und ich arbeite hier als Spezialist für Baufinanzierung. Wenn ich mit meinen Kunden die Immobilienfinanzierung plane, reden wir natürlich auch über die gewünschte Zinsbindung. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter diesem sperrigen Begriff? Die Kernantwort findet ihr bereits im Namen. Die Zinsbindung oder auch Sollzinsbindung genannt, ist der Zeitraum bei einem Darlehen, in dem euch die Bank einen gewissen Zinssatz garantiert. Ihr friert den Zinssatz quasi ein und während dieses Zeitraums darf die Bank den Zinssatz nicht mehr verändern. Das hat für euch den Vorteil, dass ihr euch gegen steigende Bauzinsen absichert. Ihr minimiert also das Zinsänderungsrisiko und sichert euch die konstante monatliche Rate. Das Zauberwort hier ist Planungssicherheit. Die Zinsbindung trägt maßgeblich dazu bei, dass eure Monatsrate über den vereinbarten Zeitraum konstant bleibt. So könnt ihr für den Sollzins eine Zinsbindung von 5 bis über 30 Jahre wählen. Würdet ihr hingegen keine Zinsbindung vereinbaren und euch für ein variables Darlehen entscheiden, könnten sich die Zinsen alle 3 bzw. 6 Monate ändern. Wie viel ihr dann im Monat für eure Rate zahlt, hängt dann davon ab, wie sich die Bauzinsen entwickeln. Im schlimmsten Fall entstehen dadurch Mehrkosten, die euer monatliches Budget belasten. Ein erster Anhaltspunkt kann für euch ein Blick auf die Bauzinsprognosen sein. Gehen wir zum Beispiel davon aus, dass die Zinsen hoch sind und wahrscheinlich in Zukunft wieder fallen werden, dann empfehle ich eine kurze Zinsbindung von 5 oder 10 Jahren. Wieso? Wählt ihr eine kurze Zinsbindung, profitiert ihr schneller von dem günstigeren Finanzierungsumfeld und könnt euch im Idealfall einen günstigeren Anschluss-Sollzins für euer Darlehen sichern. Anders sieht es natürlich aus, wenn die Bauzinsen dagegen niedrig sind, also deutlich unter 3% und die Bauzinsprognosen mit steigenden Bauzinsen rechnen. In diesem Fall empfehle ich euch, eine lange Sollzinsbindung von 15 Jahren oder länger zu wählen. Damit sichert ihr euch eine verhältnismäßig günstige Rate für einen langen Zeitraum. Aber wie das immer so ist, Sicherheit kostet natürlich Geld. Banken verlangen bei einer langen Zinsbindung einen Zinsaufschlag. Je länger ihr euch also einen Zins sichert, umso höher wird dieser Zins. Anhand einer Beispielrechnung möchte ich euch nun zeigen, welche Kosten bei einer 10-jährigen Zinsbindung und einer 20-jährigen Zinsbindung entstehen können. Im Beispiel gehen wir davon aus, dass ihr ein Haus für 400.000 Euro kaufen wollt. Dafür benötigt ihr ein Darlehen über 300.000 Euro. Die anfängliche Tilgung liegt bei 2%. Ihr vergleicht nun die Angebote für eine 10-jährige Zinsbindung und eine 20-jährige Zinsbindung miteinander und könnt dabei folgende Unterschiede feststellen. Wie das Beispiel zeigt, ergeben sich durch lange Sollzinsbindung folgende Nachteile. Ihr müsst einen Zinsaufschlag von etwa 0,3 bis 0,5% einkalkulieren, wenn die Zinsbindungsfristen 10 Jahre auseinander liegen. Hier gibt es aber auch Unterschiede von Bank zu Bank. Die Monatsrate verteuert sich in der Regel. In diesem Beispiel müsst ihr rund 75 Euro mehr an die Bank bezahlen. Das gleiche gilt auch für die Zinsen. Hier erhöhen sich die Zinskosten um rund 10.000 Euro. Hier solltet ihr euch entscheiden, ob euch die angebotene Sicherheit diese Mehrkosten auch wert ist. Andererseits habt ihr bei einer langen Sollzinsbindung den Vorteil, dass eure Restschuld zum Zinsbindungsablauf deutlich niedriger ausfällt und in diesem Beispiel sind es rund 110.000 Euro. Dadurch bekommt ihr für die anstehende Anschlussfinanzierung in der Regel auch deutlich günstigere Konditionen. Außerdem profitiert ihr von einer längeren Zinssicherheit. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass auch die Bauzinsen schwanken. So lagen sie beispielsweise in den frühen 1990er Jahren deutlich über 6%. Das kann jederzeit wieder passieren. Doch mit einer langen Zinsbindung minimiert ihr dieses Risiko. Der Gesetzgeber unterstützt euch hier. Ihr habt bei einer Baufinanzierung nach § 489 BGB ein Sonderkündigungsrecht nach einer Laufzeit von 10 Jahren.
Das heißt, ihr könnt euer langfristiges Darlehen kündigen und umschulden. Ob das gleich im 10. Jahr erfolgt oder in den Jahren darauf, liegt ganz bei euch und natürlich an den Bauzinsen. Wichtig, das Darlehen muss voll ausgezahlt sein und ihr haltet eine Kündigungsfrist von 6 Monaten ein. Danach könnt ihr das Darlehen voll oder teilweise umschulden. In der Beispielrechnung haben wir gerade gesehen, dass in der Regel eine Zinsbindung von 10 Jahren eine günstigere Rate mit sich bringt als eine Zinsbindung von 20 Jahren. Doch das allein sollte nicht der Grund für eure Entscheidung sein. Denkt bitte auch über folgende Fragen nach. Wie stark ist mein Sicherheitsbedürfnis? Wie hoch ist mein Budget? Wie schnell möchte ich das Immobiliendarlehen überhaupt zurückbezahlt haben? Also, wie schnell möchte ich es tilgen? Und ganz wichtig, hört bitte auf euren Bauch. Ihr braucht auch ein gutes Gefühl bei eurem Projekt. Ihr merkt schon, eine allgemeingültige Antwort auf der Suche nach der passenden Zinsbindung, die gibt es leider nicht. Es kommt immer auf den Einzelfall an. So ist beispielsweise auch eine Splittung denkbar. In diesem Fall würde die Darlehenssumme in 2 Darlehen aufgeteilt werden. Einmal 10 Jahre Zinsbindung und einmal mit einer Sollzinsbindung von 20 Jahren. So könnt ihr den Zins und eure Rate optimieren und das Zinsänderungsrisiko auf 2 Säulen verteilen. Ihr wollt es genauer wissen? Dann probiert doch einfach unseren Hauskreditrechner aus. Er zeigt euch, wie sich unterschiedliche Sollzinsbindungen auf die Finanzierungskosten auswirken. Oder ihr kommt einfach zu uns in die Beratung. Wir schauen uns eure Finanzierungswünsche genau an und unterstützen euch bei der Wahl der passenden Zinsbindung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!